Ein Müller hatte drei Söhne, eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten dem Müller an die Hand gehen und das Korn mahlen, der Esel musste das Getreide und die Mehlsäcke tragen und der Kater die Mäuse wegfangen. Denn wo viel Getreide ist, da gibt es viele Mäuse. Und wäre der Kater nicht gewesen, dann hätten die Mäuse ein gar zu lustiges Leben in der Mühle geführt. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam nach altem Brauch die Mühle, der Zweitälteste bekam den Esel und der Jüngste den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Der Jüngste war traurig über seine Erbschaft. Einen Kater zu erben, das ist nichts Besonderes. Und so sprach er zu sich und dem Kater: Nun gehörst du also mir, mein Kätzchen. Ich habe es nicht gut getroffen. Was kann ich schon mit einem Kater anfangen? Mein ältester Bruder kann Getreide mahlen und sich damit sein Geld verdienen. Mein zweitältester kann auf seinem Esel reiten oder ihn schwere Säcke tragen lassen und sich damit sein Geld verdienen. Doch ich, was fange ich bloß mit dem Kater an? Er ist wohl zu nichts mehr nütze, als dass ich mir ein paar Pelzhandschuhe aus ihm machen lasse. Miau! Nur keine Angst, mein Kater. Das mit den Pelzhandschuhen hat noch bis zum Winterzeit und da ist es noch eine Weile hin. Miau! Hör mich an! Wenn du schon nicht weißt, was du mit mir anfangen kannst, so weiß ich es doch. Du kannst sprechen? Ja. Du brauchst dir keine schlechten Pelzhandschuhe aus meinem Fell machen zu lassen. Wenn du mir ein paar Stiefel machen lässt, dann soll deine Not bald ein Ende haben. Miau! Ich habe kein Geld, um dir Stiefel machen zu lassen. Miau! Du würdest es nicht bereuen. Mit einem paar Stiefel könnte ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen. Miau! Mit einem paar Stiefel, da könnte ich dir helfen, Geld zu verdienen. Miau! Der Müllerssohn wunderte sich sehr über die Worte des Katers. Doch weil gerade der Schuster vorbeiging, ließ er ihm ein paar Stiefel anmessen. Echte Lederstiefel. Als der Schuster die Stiefel brachte, zog sie der Kater gleich an, nahm einen Sack, gab etwas Korn hinein, zog am oberen Ende des Sackes eine Schnur ein, damit man ihn zuziehen konnte, warf sich den Sack über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Türe hinaus. Miau! Auf Wiedersehen, mein Herr. Bis heute Abend bin ich wieder zurück und bringe auch etwas für uns beide mit. Miau! Auf Wiedersehen, gestiefelter Kater. Hoffentlich geht alles gut. Miau! Es wird schon werden. Nur Mut, dann geht es auch gut. Miau! Du hast leicht reden. Die Stiefel sind noch nicht bezahlt. Pass ein wenig darauf auf, denn sie sind nicht billig. Man sieht es ihnen an. Und das ist gut so. Also, bis auf bald. Miau! Ich bin der gestiefelte Kater. Miau, miau, miau. Ich bin der gestiefelte Kater und ich bin schlau. Ich ziehe lustig durch die Welt und bringe meinem Herrn das Geld. Ich mach ihn fröhlich, mach ihn reich, ich mache ihn dem König gleich. Ich bin der gestiefelte Kater, miau, miau, miau. Ich bin der gestiefelte Kater und ich bin schlau, miau. Der gestiefelte Kater wusste ganz genau, was er wollte mit seinem Sack und dem bisschen Korn darin. Es regierte nämlich im Lande ein König, der aß Rebhühner für sein Leben gern. Und Rebhühner zu fangen, das ist schwierig, denn sie sind scheu. Kein Jäger des Königs hatte das Glück, welche einfangen zu können. So musste der König auf seine Leibspeise verzichten, und das verdross ihn sehr. Der Kater wusste das, und er dachte, die Sache besser zu machen. Er ging in den Wald, in dem er die Leckerbissen des Königs vermutete, legte den Sack auf die Erde, breitete das Korn auseinander, leitete die Schnur durch das Gras hinter eine Hecke, hinter der er sich versteckte und lauerte. Und siehe, er hatte richtig gedacht. Es dauerte nicht lange, da kamen die Rebhühner gelaufen. Sie fanden das Korn und eines nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als 7 Stück darin waren, zog der Kater den Sack zu, warf ihn auf den Rücken und ging geradenwegs auf das Schloss des Königs. Halt! Hier ist das Schloss des Königs! Was willst du?
Ich bin die königliche Leib- und Standartenwache. Stehe Rede und Antwort. Ich will zum König. Miau. Ha, zum König. Das möchten viele. Fast jeder. Ich bin ja nicht jeder. Miau. Du bist ja toll. Was soll der König mit einem Kater? Wir haben genug Kater und ähnliches Zeug. Mach, dass du wegkommst. Bitte, lass mich doch zum König gehen. Ich kann Purzelbäume und Rad schlagen. Miau. Hier geblieben, habe ich gesagt. Sei doch nicht so streng, Kamerad. Lass ihn doch gehen. Der König hat oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater Vergnügen und schafft ihm gute Laune. Ein König, der gute Laune hat, ist immer besser als einer, der brummt und böse Worte spuckt. Na gut, geh zu, du komischer Kauz. Ich bin kein Kauz, sondern der gestiefelte Kater. Merkt euch das. Miau! Habt ihr das gehört? Er ist der gestiefelte Kater. Schaut ihn an, den gestiefelten Kater. Den Kater störte es nicht, dass sich die Wachen über ihn lustig machten. Hauptsache war, er kam in das Schloss des Königs. Er ging die große Treppe zum Palast empor, durch herrliche Säle mit 1000 Spiegeln, goldenem Zierat, vielen Bildern an den Wänden und wunderbaren Kristallleuchtern an den Decken. Ein roter Teppichläufer ging über den Marmorboden bis vor den Thron des Königs. Der König war höchst erstaunt, als er den Kater in Stiefeln vor seinem Regierungsstuhl sah. Welchen Grund hat es wohl, dass ein Kater in Stiefeln zu mir kommt? Guten Tag, Herr König. Eure Majestät, meine Reverenz. Mein Herr, der Graf Julius Hieronymus Alexander der Sanfte von und zu Katzenstein, lässt euch durch mich untertänigste Grüße bestellen und übersendet euch durch mich, dem gestiefelten Kater, diesen Sack mit 7 frisch gefangenen Rebhühnern. Mein Herr, der Graf Julius Hieronymus Alexander der Sanfte von und zu Katzenstein, denkt euch, verehrter Herr König, damit eine Gaumenfreude zu bereiten. Miau! Oh, du hast wunderschön gesprochen, mein Kater, und dein Herr denkt außerordentlich gut. Besonders, wenn er an meinen Gaumen denkt. Ich bin überrascht und erstaunt. Überrascht von deinem Besuch und erstaunt über die Geschicklichkeit deines Herrn, des Grafen Julius Hieronymus Alexander des Sanften von und zu Katzenstein. Oh, welch herrlicher und wohlklingender Name. An Rebhühner und an meinen Gaumen denkt der Graf. Rebhühner sind meine Leibspeise, eine ausgezeichnete Delikatesse. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur an Rebhühner denke. Miau, sie sollen euch wohl bekommen. Und wenn ihr gerne mehr davon haben möchtet, miau, dann schickt euch mein Herr der Graf jeden Tag einen neuen Fang. Hohoho, jeden Tag. Oh, ich kann mich gar nicht fassen. Delikat, delikat, delikat. Geh in meine Schatzkammer, gestiefelter Kater, und fülle deinen Sack, in welchem du mir die Rebhühner gebracht hast, mit Gold. Im Vertrauen, Gold ist nämlich gar nichts gegen Rebhühner. Sag deinem Herrn, dem Grafen so und so und so und so, herzlichen Dank für sein eminentes Geschenk. Ich werde den Wachen sagen, dass du immer Zutritt zu meinem Schlosse hast, wann du auch immer kommen magst. Du kannst hier aus- und eingehen, wann und wie du willst. Das ist mein Wort, und mein Wort gilt. Im Vertrauen, nicht jedes Wort, das Könige sagen, gilt. Miau! Ich danke, mein König, im Namen meines Herrn. Ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und mein Herr, der Graf Julius Hieronymus Alexander der Sanfte von und zu Katzenstein, wird sich auch freuen, wenn ich ihm sage, dass wir uns gefreut haben. Ich werde ihm euren Dank und euren Goldschatz überbringen. Miau! Der Kater ging in die Schatzkammer des Königs und füllte seinen Sack mit Gold. Er machte ihn so voll, dass er ihn kaum noch tragen konnte. Dann ging er zu seinem Herrn nach Hause. Der gestiefelte Kater, und ich bin schlau.
Ich ziehe lustig durch die Welt und bringe meinem Herrn das Geld. Ich mach ihn fröhlich, mach ihn reich, ich mache ihn dem König gleich. Ich bin der gestiefelte Kater. Miau, miau, miau. Da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr wieder. Miau! Du hast falsch gedacht. Ich habe dir auch was mitgebracht. Sieh her. So viel Gold? Alles echtes, reines Gold? Wo hast du das her, mein Kater? Aus des Königs Schatzkammer. Um Gottes Willen, Gott bewahre uns. Du musst es sofort wieder zurückbringen, ehe man entdeckt, dass es fehlt. Nein, miau, ich muss es nicht zurückbringen, denn der König hat es mir selbst erlaubt, den Schatz aus seiner Schatzkammer zu nehmen. Außerdem hat er mir viele Grüße für dich aufgetragen. Der König hat dir für mich Grüße aufgetragen? Erzähle, Kater, wie hat sich das alles zugetragen? Du weißt doch, dass ich einen Sack mitgenommen habe. Miau. Und in diesen Sack tat ich Korn hinein. Miau. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Miau. Dann machte ich eine Schnur um den Sack mit einer Schlinge. Miau. Und dann ging ich in den Wald und legte den Sack auf den Boden. Miau. Und dann... Der Kater erzählte nun seinem Herrn ganz genau, wie sich alles zugetragen hatte. Der junge Müller wusste sich vor Freude kaum zu fassen und tanzte mit dem Kater in der Stube herum. Jetzt waren sie reich. Doch der Kater gab sich damit noch nicht zufrieden. Er wollte noch mehr aus seinem Herrn machen als nur einen einfachen, reichen Mann. Tags darauf ging der Kater wieder auf die Rebhühnerjagd und überbrachte seinem Fang dem König abermals mit vielen Grüßen seines Herrn des Grafen. Der König entlohnte ihn wieder königlich mit Gold aus seiner Schatzkammer. So ging es viele Tage. Der Kater war beliebt im ganzen Schloss. Er konnte herumstreichen und hingehen, wohin er wollte. Jeder grüßte ihn und war nett zu ihm. Die Herren Minister, die feinen Damen, die Kammerzofen, der Mundschenk und die Pferdeknechte, der Kellermeister und der Koch, ja, sogar die liebliche Prinzessin. Sie mochte den Kater besonders gern. Eines Tages stand er gerade in der Küche des Königs am Herd und erwärmte sich. Da kam der Kutscher des Königs und schimpfte, er wünsche die Prinzessin und den König in die Hölle, in einen Sumpf oder sonst wohin. Denn gerade heute an seinem Wirtshaustag, an dem er immer Karten spielt und sich einen gehörig hinter seine Kutscherbinde gießt, gerade heute sollte er die beiden, den König und die Prinzessin, an den See spazieren fahren. Der Kutscher des Königs ärgerte sich darüber so, wie man sich im Jahr nur einmal ärgert. Der gestiefelte Kater, der das ganze Geschimpfe des Kutschers mit anhörte, schlich sich aus der Küche und lief nach Hause. Dann sagte er zu seinem Herrn, wenn du ein echter Graf werden und mit dem König Bekanntschaft machen willst, dann tue jetzt, was ich dir sage. Komm mit mir hinaus an den See und bade darin. Der Müller wusste nicht recht, was er dazu sagen sollte. Doch er folgte dem Kater, ging mit ihm an den See, zog sich splitternackt aus und sprang in das kühle Wasser. Schnell nahm der Kater die Kleider seines Herrn, trug sie fort und versteckte sie im Weidengebüsch. Kaum war er damit fertig, da kam auch schon der König in seiner goldenen Kutsche, die mit vier Schimmeln bespannt war, dahergefahren. Der Kater rannte der Kutsche des Königs aufgeregt und winkend entgegen. Was gibt es denn, mein Guter? Warum bist du so nervös und aufgelöst? Ach, herrje, allergnädigster Herr König, mein Herr, der Graf Julius Hieronymus Alexander der Sanfte von und zu Katzenstein badet hier im See. Oh, er badet? Ja, er badet, miau. Doch seine Kleider, die er hier ans Ufer gelegt hatte, hat ein frecher Dieb mitgenommen. Oh, ein Dieb, wie hässlich von ihm. Mein Herr, der Graf kann nun nicht mehr aus dem Wasser. Sie verstehen doch, Herr König. Mein Herr, der Graf ist nämlich ganz ohne Bekleidung im Wasser und kann nicht mehr heraus. Wenn er noch länger im Wasser bleibt, miau, dann wird er sich sicher erkälten und holt sich den Tod.
Na, dem kann abgeholfen werden, wenn das deine Sorgen sind, mein Kätzchen. Hey, Kutscher. Ja? Spann eines von den Pferden aus und ja. reite ins Schloss zurück. Ja, suche König. Die besten Kleider aus meinem königlichen Kleiderschrank und bringe sie schnellstens hierher. Eile dich. Ich eile mich, wie Majestät befehlen. Ich eile, ich fliege. Reiten sollst du, du Dummkopf, nicht fliegen. Ich reiten! Ich bin ja schon unterwegs, mein König. Ach. Der König und die Prinzessin hielten inzwischen Rast. Es dauerte nicht lange, da kam der Kutscher mit den Kleidern des Königs zurück. Der junge Müller, der für den König ja der Graf war, zog sich die prächtigen Kleider an. Da der König dem Grafen wegen der Rebhühner, die der Kater ihm regelmäßig brachte, gut gesinnt war, lud er ihn in seine goldene Kutsche ein. Die Prinzessin freute sich sehr darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel ihr recht gut. Er gefiel ihr so gut, dass ihr Herz schneller zu schlagen begann. Das Pferd, das der Kutscher geritten hatte, wurde wieder zu den anderen Pferden an die Kutsche gespannt und dann ging die Reise weiter. Der Kater, der den Weg, den die Kutsche des Königs nehmen musste, ganz genau kannte, war bereits vorausgegangen. Auf seinem Weg kam er an eine große Wiese, wo über 100 Leute waren und Heu einbrachten. Hey, ihr Leute! Wem gehört diese Wiese? Miau. Dem großen Zauberer! Hört, der König wird bald vorbeifahren. Und wenn er fragt, wem diese Wiese gehört, so antwortet ihm dem Grafen. Dem Grafen sollen wir sagen? Miau, ja, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so müsst ihr auf glühenden Kohlen tanzen. Miau. Oh! Auf glühenden Kohlen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Hey, hey, ihr Leute, wem gehört das Korn? Dem großen Zauberer! Hört, der König wird bald vorbeifahren. Und wenn er euch fragt, wem das Korn gehört, so antwortet ihm dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so müsst ihr auf glühenden Kohlen tanzen. Miau! Der Kater ging weiter und kam an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, die mächtige Eichen und hohe Tannen fällten. Hey, ihr Leute! Hey, hört ihr mich? Hey, ihr Leute! Wem gehört dieser Wald? Dem großen Zauberer! Hört, gleich wird der König vorbeifahren. Und wenn er fragt, wem dieser Wald gehört, so antwortet ihm dem Grafen. Tut ihr das nicht, so werdet ihr alle totgeschlagen. Miau! Als der Kater weiterging, sahen ihm alle Leute nach, weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging. Sie glaubten auch, dass er der große Zauberer selbst sei und darum fürchteten sie sich. Ich bin der gestiefelte Kater, miau, miau, miau. Ich bin der gestiefelte Kater und ich bin schlau. Ich ziehe lustig durch die Welt und bringe meinem Herrn das Geld. Ich mach ihn fröhlich, mach ihn reich, ich mache ihn dem König gleich. Ich bin der gestiefelte Kater, miau, miau, miau. Ich bin der gestiefelte Kater und ich bin schlau. Miau! Der gestiefelte Kater kam bald an das Schloss des großen Zauberers. Er ging hinein und direkt in dessen Zauberzimmer. Hoppla, wer bist du? Was willst du, du komische Figur? Oh, großmächtigster aller Zauberer, meine Reverenz, meine Hochachtung, meine Anerkennung. Ich bin der gestiefelte Kater und komme, um mich von den wunderbaren Dingen, die man über dich spricht, zu überzeugen. Du kommst, dich zu überzeugen? Na gut, überzeuge dich. Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier nach deinem Gefallen verwandeln könntest.
Was einen Hund, einen Fuchs oder auch einen Wolf betrifft, so will ich das wohl glauben. Aber dass du dich in einen Elefanten verwandeln könntest, das scheint mir ganz unmöglich. Haha, ein Elefant? Ha, das ist für mich eine Kleinigkeit. Hoho. Miau. Ein Elefant ist ganz und gar keine Kleinigkeit. Haha, pass auf. Nichts leichter als das. Hokus Pokus Zauberus Elefantiasis Elefanticus. Das? Miau! Das ist viel und großartig, was du da gezeigt hast. Doch einen Löwen kannst du nicht, oder? Oh, was ist ein Löwe? Das ist doch nichts für mich. Hokus Pokus Zauberus Leonibus Leonicus. Beeindruckt und fast überwältigt. Warum bist du nur fast überwältigt? Weil ich noch eine Probe deines Könnens brauche. Du kannst so viele Proben haben, wie du willst. Deine Aufgaben sind für mich Kleinigkeiten, Spielereien. Ich kann alles. Für mich ist nichts unmöglich. Für mich ist alles möglich, was unmöglich ist. Dafür bin ich ja der große Zauberer Sibelius Fantasticus. Sibelius Fantasticus, das ist ein echter Zaubername. Großer Meister, gebiete über Geist und Geister. Du kannst dich groß und dick machen, stark und mächtig. Aber kannst du dich auch klein und schmächtig machen? Miau. Ich kann mich verwandeln, wie ich will, wann ich will und in was ich will. Groß, dick, breit, lang, dünn, schmal, klein, sogar winzig klein. Kannst du dich etwa so klein wie ein Häschen machen? Miau. Oh, noch viel kleiner, viel kleiner. So klein wie ein Murmeltier, so klein wie ein Igel, ja, so klein wie ein Meerschweinchen oder. So klein wie eine Maus kannst du dich nicht machen? Ist das zu viel verlangt? Hä? Für mich ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Ich bin ein Zauberer und kein König. Eine Maus? Eine Maus ist eine Kleinigkeit. Hokus Pokus Zauberus Mia Mau Mausicus. Aus war es mit dem Zauberer, denn bevor er sich noch zurückverwandeln konnte, hatte ihn der Kater mit Haut und Haaren aufgefressen. Der König aber war in der Zwischenzeit mit dem Grafen und der Prinzessin weitergefahren und kam zu der großen Wiese. Hallo, ihr Leute! Wem gehört diese große Wiese und das viele Heu? Das gehört alles dem Grafen. Oh, ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf. Oh ja, ich bin zufrieden. Was ist denn das hier vorne für ein riesiges Kornfeld? Kutscher, anhalten! Brrr, hey, hey! Ihr Leute, sagt mir, wem gehört das Kornfeld und das herrliche Korn? Das gehört alles dem Grafen, Herr König! Donnerwetter, habt ihr schöne Ländereien, Herr Graf? Oh ja, ich bin's zufrieden. Kutscher, weiterfahren! Hey, hopp, hey! Tja, mein Graf, ihr könnt wohl zufrieden sein. Wer eine Wiese und ein Kornfeld sein eigen nennt, die beide mit freiem Auge kaum zu übersehen sind, der verdient Hochachtung.
Dankeschön, mein König. Meine Hochachtung, Herr Graf, kann ich da nur sagen. Halt, Kutscher, halt ab! Ich muss wissen, wem dieser Wald gehört. Mächtiger Wald. Hey, hallo, ihr Leute! Wem gehört dieser Wald? Er gehört dem Grafen! Dem Grafen! Mein lieber Graf, ich muss schon sagen, ihr müsst ein reicher Mann sein. Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Reich einen so prächtigen Wald habe. Ich muss schon sagen. Der König machte dem Grafen große Komplimente über seinen Reichtum. Die Kutsche fuhr noch 3,5 Meilen und endlich standen sie vor dem Schloss des großen Zauberers, das jetzt ja dem Grafen gehörte. Der Kater stand an der Treppe und lud die Prinzessin und den König im Namen seines Herrn, des Grafen Julius Hieronymus Alexander des Sanften von und zu Katzenstein in das Schloss. Willkommen, Herr König und edle Prinzessin, im Schlosse meines Herrn. Miau! Ein wunderbarer Palast. Oh, mein Graf, ihr besitzt Wiesen, Felder und Wälder, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Und nun auch noch dieses prachtvolle Schloss. Also ich beginne, euch zu beneiden. Beneiden müsst ihr mich nicht, mein König, denn ihr habt eine Tochter, die 1000-mal wertvoller ist als alle meine Schätze zusammen. Als der König den Grafen so sprechen hörte, gab er ihm seine Tochter zur Frau. Der Müller, der nun mit Hilfe des gestiefelten Katers ein echter Graf geworden war, gab ein großes Hochzeitsfest mit allem, was man sich nur denken kann. Nach vielen schönen Jahren mit dem jungen Paar starb der König. Nun wurde der Graf zum König über das ganze Land ernannt und der gestiefelte Kater wurde Erster Minister.